Wie verhindert man Kriege, indem man begreift, wie der andere fühlt? Für uns ist das sofort klar, was wir fühlen. Aber zu fühlen, was der Gegner fühlt, ist der einzige Weg zum Frieden. Und Verhandlungen müssten wir führen in genau der Weise. Marshall Rosenberg hat die gewaltfreie Kommunikation als Sprachform entwickelt für genau den Zweck, sich hineinzudenken in die Gefühle, die Absichten und die Interessen des anderen. Nur in deren Berücksichtigung kann es Frieden geben, kann es zur Verständigung führen. Da gab es einen Außenminister, dem wirklich am Frieden lag, Egon Bahr. Der konnte sagen, Diplomatie ist die Kunst, dem anderen die Dinge, die er ganz bestimmt nicht hören will, so zu sagen, dass er sie verstehen kann. Was Egon Bahr dabei wusste, ist, dass man zum Verständnis des anderen sich in ihn hineinfühlen muss. Empathie.